Moin erstmal, herzlich willkommen auf der Map Pennsylvania. Ich bin hier heute unterwegs und schaue mir die Map zum einen einmal an, zum anderen habe ich mir aber auch was überlegt, was vielleicht auch euch interessieren könnte. Und zwar werde ich heute mal meine aktuellen Top 5 Schlepper vorstellen. Und zwar spiele ich die schon eigentlich eine ganze Zeit, also seitdem der LS22 draußen ist, habe ich mich natürlich umgeguckt, was es so gibt, die Mods, die dann nach und nach reingeflogen kamen. Es hat sich so nach und nach rauskristallisiert, dass da ein paar dabei sind, also ein paar Mods in dem Fall, die bei mir immer wieder auftauchen. So, und die möchte ich euch ganz gerne einmal vorstellen. Anfangen möchte ich dabei mit einem Mod, der dem einen oder anderen schon bekannt sein dürfte, wie wahrscheinlich alle, die ich jetzt hier vorstelle. Aber nichtsdestotrotz ist das einer, der mir halt einfach immer wieder beim Weg läuft, auch schon in den vorhergehenden Landwirtschaftssimulator-Versionen. Kleine Sprachspastik am Rande. Und der halt auch immer dann wieder konvertiert wird. Und zwar ist das der MB-Truck. In diesem Fall, ja, ich springe einfach mal rein. Dann seht ihr schon mal, welcher das ungefähr ist. Und zwar habe ich ihn hier. Das ist der 1100er. Die Grundversion, die von dem Mod her kommt, ist halt der MB-Truck 1000 bzw. 1100. Ich habe mir das hier einmal mit an die Seite gelegt. Der Mod, der ist vom Bremi 456, zumindest jetzt in dieser Version. Das ist die Version 1.0.0. Und ja, der MB-Truck, wir kennen ihn alle, das ist halt einfach ein Kultfahrzeug. Ich bin als Kind immer aufgeregt gewesen, wenn dieser MB-Truck bei uns vorbeigefahren ist. Da gab es zwei, drei Bauern dort, wo ich groß geworden sind, die so einen MB-Truck hatten. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, welche Version die jetzt hatten. Also ich weiß, die hatten auch die kleineren, die hatten auch den 800er oder 900er. Aber da waren auch die großen dabei. Und ich meine, die hatten teilweise sogar noch den einen Nummer größer. Da gibt es ja, glaube ich, den 1100 bis 1800 dazwischen. Liegen dann auch noch das ein oder andere Modell. Aber hier geht es halt jetzt tatsächlich um diesen Mod. Und der gefällt mir halt einfach in dieser Version, auch in der Ausprägung, wie ich ihn hier jetzt habe, am besten. Ne? Muss ich jetzt einfach so sagen. Der klingt super. Ne? Soundtechnisch, wenn man ihn startet, klingt er total genial. Ja, das Nachlaufen, wenn der Motor ausgeht, finde ich auch mega. Dann das Interieur ist natürlich klassisch MB, ne? Da brauchen wir uns nichts vormachen, ist super designt. Ich finde den wirklich total klasse in der Version. So, und ich habe den mir so gemoddet. Nee, der ist, glaube ich, sogar bei den kleineren, der ist bei den Kompakttraktoren. Nee, wo habe ich ihn denn? Dose nicht. Da ist er auch nicht. Wo ist er denn hin? Ich habe den noch gekauft. Fällt er unter Autos? Ach nee, sorry. Den habe ich mir hier in der Runde gemietet. Das ist der 1100er, wie gesagt. Ich habe den entsprechend in der größten Motorvariante genommen, die er hat. Und wenn wir hier jetzt mal einfach reingehen und den ja auch nochmal auf der Modding-Page aufrufen, bin wieder in die falsche Stufe gesprungen. Hier ist er. Ne? Grundversion kostet 45.000. Da hopst er ins Bild. Das ist hier noch der kleinere, der 1000er. Und den kann man sich halt dann so zurecht modden, wie man ihn gerne haben möchte. Ich habe den tatsächlich hier einmal in der größten Version. GPS mache ich meistens auch mit rein, weil ich gerne mit GPS spiele. Frontladeranbau habe ich ihm nicht gegeben, aber ich habe ihm die Ausstellscheiben vorne und hinten gegeben. Die können wir uns gleich nochmal angucken.
Die Scheinwerfer natürlich, wer im Dunkeln spielt, der braucht auch Licht. Den GPS-Anbau hier oben drauf, den braucht er natürlich auch. Ne, wenn man GPS spielt, der braucht auch dann entsprechend den Aufbau. Bei den Aufklebern muss ich sagen, das ist mir eigentlich irgendwie gar nicht so wichtig. Es gibt hier den Gebraucht-Look, den Community-Look, Silberdistel. Ja, ist ein Sondermodell, aber warum die Silberdistel hier als blau erscheint, finde ich, das passt irgendwie nicht, auch wenn der wahrscheinlich so ist, aber ist nicht mein Fall. Bin ich nie mit warm geworden. Auch wenn sich jetzt wahrscheinlich der ein oder andere beschweren mag, oh, die Silberdistel und super Ding und super extra Modell und nee, aber der Standard, der tut es mir halt einfach oder der hat es mir angetan, ne? Muss ich so sagen. Genau, also Frontladeranbau da nicht so wichtig. Bei der Reifenvariante habe ich eigentlich schon immer auf Mitas gesetzt, auf die Mitas-Reifen und dann halt eben die Breitreifen. Und da muss man dann gucken, dass man die halt dann eben auch entsprechend auswählt. Im 19er gab es dann noch viele, viele Versionen mehr. Da gab es auch welche. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob es die hier auch gibt. Nee, gibt es nur die Standard. Und da gibt es noch breitere. Pflegebereifung gibt es auch, ja. Aber ich meine, im 19er, kann auch der 17er gewesen sein, da hatten die den auch mit Doppelreifen ausgestattet. Und hast du nicht gesehen. Aber den habe ich so in der Realität halt im gesehen, so wie er hier steht, in den Farben. Wie gesagt, Motorvariante kann ich jetzt nicht genau sagen. Dazu war ich damals zu klein, als ich vor dem großen Trecker gestanden habe oder der mir vorbeigefahren ist. Das kann ich nicht sagen, aber der hat es mir halt einfach angetan. Ne? MB-Truck, Kulttrecker, Mercedes. Ja, ist man wahrscheinlich auch als Heranwachsender geprägt worden. Ne? Wenn dann ein Bauer kam und der hatte den Mercedes-Stern auf dem Trecker, das ist, war was Besonderes. So, und ja, da sitzen wir hier drin. GPS geht auch sofort an. Bei den Ausstellscheiben muss ich jetzt mal gucken, wie wir die aufkriegen. Muss ich tatsächlich einmal gucken, ob die irgendwie speziell geöffnet werden können. Aktiviert hatte ich sie eigentlich. Ups, verklickt. Kann aber auch sein, dass ich mich da. Ja, wahrscheinlich dadurch, dass ich jetzt Curseplay oder was auch immer anhab, kriege ich sie nicht auf. Er hat sie aber, sie lassen sich öffnen. Ich habe es im anderen Spiel, in einer anderen, anderen Safe Game habe ich es drin. Da lassen die sich öffnen. Und ja, wunderbarer Schlepper. Finde ich total super. Und auch gerade dadurch, dass er halt eben nur 180 PS hat, lässt er sich natürlich auch sehr gut einsetzen auf dieser Map hier, auf der Pennsylvania. Und genauso halt eben auch auf der Map Frühling vom Kalle. Und ich denke mal, den kann man nachher auch, wenn die Oberkrebach kommen sollte, ne, dann wird man den auch da mit Sicherheit in dem einen oder anderen Video sehen, dass der eingesetzt wird. Ne? Also mega geiler Schlepper. Ja, was kann ich noch zu dem erzählen? Wie gesagt, es gibt den hier in zwei Versionen: einmal als Tausender. Da hat der dann 95 PS. Genau, dann gibt es den als Tausender mit 100 PS, 40 km/h Version soweit. Dann gibt es ihn nochmal mit 110 PS. Und die hochgedrehte Variante der 1100er, so wie ich ihn hier jetzt habe, entsprechend dann mit 180 PS. Ne? Das ist die entsprechende Version, die es hier gibt. Wie gesagt, die ist vom Bremi 456. Und ich werde nachher schauen, dass ich euch den Mod auch unten in der Videobeschreibung verfügbar mache. Ja, so viel zu dem MB-Truck. Ja, sehr toller Mod. Mag ich unheimlich gerne mitspielen. Kommen wir zum nächsten. Und wenn ich sage zum nächsten, habe ich noch keine Reihenfolge festgelegt. Ich habe sie jetzt einfach mal so aufgerufen, wie ich sie mir hier für die Top 5 Besprechung zusammengestellt habe.
Ich habe da nicht wirklich eine Reihenfolge. Aber wenn ich eine Reihenfolge festlegen sollte, würde ich schon fast sagen, der MB-Truck ist ziemlich weit oben. Also der wird ziemlich weit Richtung Top 2, Top 1 gehen. Das auf jeden Fall. Gut, kommen wir zum nächsten. Da hopsen wir mal direkt rein. Ihr habt ihn vielleicht schon gesehen, als ich hier mit dem MB-Truck durch die Gegend gefahren bin. Der Deutz 671 bzw. 681. Auch eins meiner Lieblingsmodelle in der Version als 681er, wie wir ihn hier jetzt haben. Wir scrollen mal ein bisschen näher ran. Ein bisschen gucken, dass wir das so ein bisschen scharf gestellt kriegen auch. Der 681 ist nicht so schön geskinnt, ne? Also die, muss ich sagen, das hätte man vielleicht auch besser hinkommen können, aber da bin ich auch kein Profi, von daher kann ich mir da eigentlich kein Urteil erlauben. Was man halt nur sieht, ist, man kann, wenn man hier so ein bisschen so rumscrollt, man kann sehen, dass der ist halt konvertiert. Man kann auch ein bisschen durchgucken, natürlich durch das Gitter. Ist nicht perfekt alles, aber ne, und hier auch das Nummernschild ist sicherlich auch nicht hundertprozentig perfekt. Das ist aber, tut dem keinen Abbruch, also aus meiner Sicht nicht. Respekt vor dem Modder, der das Modell rüber konvertiert hat. Funktioniert super. Sound kann man drüber streiten, aber alles in allem finde ich, ist auch der absolut im Rahmen. Würde ich eher so Top 3, Top 4 sehen. Das hier ist jetzt der 681, Grundpreis 46.800, 190 PS und man kann halt wählen, ob man den, jetzt muss ich mal gucken, nee, bei dem hier kann man den Sound noch nicht wählen. Das liegt daran, dass der LS22 das noch nicht komplett drin hat, aber man hat halt diverse Möglichkeiten auch. Den zu konfigurieren, können wir uns mal anschauen. Jetzt einmal kurz gucken, der ist bei den größeren, bei den mittelgroßen. Scrollen wir da mal durch, da war er schon. So, das ist hier der 671, 681 mit Standardzaun. Also es soll wahrscheinlich dann so sein, dass da irgendwann mal auch eine andere Variante kommt, sobald der Modder dazu kommt, die Soundanpassungen vorzunehmen. Jo, hier haben wir jetzt den 671, Standardausrüstung, Standardausstattung. Angefangen geht es jetzt los hier beim Gewichteträger, da kann man sich die Gewichte hochschalten. Man kann aber auch die Fronthydraulik direkt nehmen, die ich meistens eigentlich immer dazu nehme, weil ich sie auch im Spiel brauche, Frontmähwerk etc. Bei den Reifen, da gibt es hier eben einmal einen Hersteller, der keinen Namen hat. Und es gibt auch hier wieder die Mitas-Reifen, die mir halt eigentlich sehr gut gefallen. Wenn sie verfügbar sind, nehme ich auch gerne BMT, aber die sind hier nicht mit konfiguriert. Oder das sollen die BMT sein. Das kann man hier auf dem Reifen nicht erkennen. Der hat keine Marke, ne? Der ist einfach irgendwie reingemoddet, aber der hat halt einfach keine Marke. Ja, zum Spielen super. Aber ich nehme, wie gesagt, immer gerne die Mitas und dann schaue ich, dass der halt eben eine Nummer breitere Reifen bekommt. Das sieht halt einfach wuchtig aus und ja, ist halt einfach auch ein geiler Bock so. Also kann man nicht anders sagen. Finde den total super. Rundumleuchten braucht er bei mir eigentlich nicht unbedingt. Ich finde es halt nur designtechnisch schon schön, wenn er zwei hat. Klimaanlage kann, muss aber nicht. Und wie gesagt, ich habe ihn meistens als 681er. Dann haben wir ihn hier mit den jeweiligen Optionen. Wenn ich mit GPS spiele, dann kostet er halt eben über 70. Ne? Also, ich finde, der macht was her. Und gekommen bin ich auf den. Habe den lange gesucht im LS19. Dann auch das richtige Modell dann irgendwann gefunden. Ja, gekommen bin ich auf den über einen
Bauern, der uns wahrscheinlich auch allen bekannt sein dürfte, die halt den Landwirtschaftssimulator spielen. Und zwar ist das ein Bauer, der ziemlich weit oben in Schleswig-Holstein, also Deutschland, Schleswig-Holstein zu Hause ist, kurz vor der dänischen Grenze. Ich habe auch schon bei ihm im Hofladen eingekauft. Sibbers Husum ist gemeint. Der hatte, hat jetzt nicht mehr, der hatte diesen Deutz 681. Inzwischen ist er auf zwei Fendt umgestiegen, einmal den 930er und das YouTube-Projekt, den 926er Fendt. Auch zwei sehr geile Schlepper. Aber damals hatte er halt den 681er und weil ich, ja, ich hab viel Sibbers Husum geguckt, gucke ihn auch jetzt noch sehr gerne, da muss es halt der 681er sein. Wenn er schon verfügbar ist im Landwirtschaftssimulator, dann braucht man den. Und weil ich selber auch, das müsste jetzt, habe ich in einem der vorhergehenden Videos erzählt, ich habe glaube ich 20 Jahre gesagt, tatsächlich sind es wahrscheinlich schon fast 30 Jahre her. Ich habe selber auf einem Deutz gesessen, mit einem Deutz gepflügt, nicht auf einem 681er, sondern auf einem DX. Da weiß ich gar nicht mehr genau, welcher das ist. Ich meine, das war der 140er, der DX 140. Auf dem habe ich gesessen und ganzen Sommer lang gepflügt, gegrubbert, Korn gefahren, alles Mögliche gemacht. Und so ist halt dann der Hang zum Deutz entstanden, ne? Dass man halt eben da auch eine gewisse Beziehung aufbaut. Ja, der gute 681, ne? Finde den sehr schön. Der reißt gut was weg mit seinen 190 PS. Ich finde auch das Interieur hier super gut getroffen. Funktioniert alles, auch wenn wir ihn jetzt starten und mal losfahren. Man kann sehr schön sehen, es bewegt sich alles, ne? Schaltet schön. Wenn ich bremse, funktioniert die Bremse auch inzwischen. Und wenn ich dann nach hinten fahre, dann wird auch entsprechend geschaltet. Ja. Gefällt mir sehr gut, ich spiele den sehr gerne. Ich hoffe, der Modder setzt sich nochmal dran und erweitert noch das eine oder andere, macht die Geschichte mit dem Sound, dem ich noch nicht so hundertprozentig zufrieden bin, aber ja, der ist auch so irgendwo zwischen Top 2 und Top 4 würde ich den unterbringen. Wahrscheinlich genau im Mittelfeld, wahrscheinlich so die Top 3. Tolles Gerät, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, so viel zum 671-681. Dann geht es auch schon direkt weiter zu Modell Nummer 3. Da haben wir den Fiat 14090 tuned. Zu dem Fiat habe ich auch eine ganz besondere Beziehung. Auch auf dem habe ich vor dann ja 30 Jahren gesessen. Ich bin nicht ganz sicher, ob es genau der hier war. Auf jeden Fall war er in der Farbe. Das kann ich noch genau sagen. Und ich erinnere mich halt eben auch hier an die Hebelsteuerung und so weiter sehr, sehr gut. Da habe ich nämlich, da haben wir mit der Scheibenecke fluglose Bestellung gemacht auf den Feldern. Und da habe ich den sehr, sehr häufig gefahren. Die Scheibenecke, die war entsprechend tief eingestellt. Und dann bin ich mit dem Fiat durch die Gegend gefahren bei den beiden oder bei den drei Bauern, die sich da zusammengetan hatten. Und da habe ich halt eben, ja, meine Arbeit im Sommer verrichtet. Es war eine unheimlich staubige Angelegenheit. Der sah nicht so sauber aus wie der hier. Der war von innen entsprechend, ja, der war in Arbeit und entsprechend staubig, aber hat irre Spaß gemacht, die Zeit. Kann ich nicht anders sagen. Ja, und wenn wir da mal reinhopsen. Der muss hier irgendwo sein. Na, da ist er. Das ist der Fiat Agri, also Fiat für mich. Hier in der kleineren Version, 115,90. Und wie gesagt, da gibt es ja auch dann wieder unterschiedliche Varianten. Der 140,90 ist der größte, den man hier sich zurecht konfigurieren kann. Wir kommen von 115 PS. 130, 140, ne? Das ist der 140,90. Und der geht jetzt noch eine Stufe höher in der getunten Variante. Und so habe ich mir den auch hingemoddet mit 160 PS, wenn ich ihn spiele. Das gefällt mir ganz gut. GPS muss rein.
Das größte Frontgewicht ist, glaube ich, 900 Kilo mit Antenne. Der hat keine Frontzapfwelle und der hat auch keine Fronthydraulik. Der ist so, wie er ist, mit seinen 900 Kilo und der kleinen Pieselantenne hier. Macht aber auch nichts, weil der halt eben zum Grubbern flügen und ja, für so schwere Arbeiten, wo er halt einfach nichts in der Front braucht, sondern wo er halt eben in der Heck, im Heck die Gerätschaften hat, super ist zum Arbeiten. Soweit die Infos da. Jetzt ist das hier, das ist was Neues. Ich habe mir gerade noch die neueste Version runtergeladen. Low Hitch. Achso, das ist die Hitch, genau. Das ist die Kupplung hier hinten. Gibt es einmal die Standardkupplung. Da gibt es hier hinten dann die Schiene, die man sich rein basteln kann. Und dann, wie gesagt, die beiden Varianten. Ne? Normale Kupplung und unten die entsprechende Aufnahme. Ich glaube, das ist eine Aufnahme, die häufig bei den Amis zu finden ist. Die kenne ich so nicht. Ich kenne es eigentlich nur mit der Aufnahme hier. Oder halt eben, dass man halt die K80-Kugel hat. Ne? Aber die hat der hier auch nicht. Zumindest für mich nicht sichtbar. Vielleicht sollte es die hier mal werden. Aber kenne ich so nicht. Gut. Arbeitslichter, ja klar, ne? Das versteht sich von selbst, dass er halt eben auch die entsprechende Arbeitsbeleuchtung oben rein braucht. Und da kann man halt gucken, welche man möchte. Ich habe meistens alles, was geht, weil, wie gesagt, im Dunkeln braucht man ordentlich Licht, um zu gucken. Rundumlicht weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ja, kann man machen. Ich habe es halt nicht häufig an, wenn ich spiele. Kann man dann sich das aussuchen, ob man es auf der rechten, linken oder auf beiden Seiten haben möchte. Wer die Randale-Leuchte geil findet, der soll sie mit reinnehmen. Ne? Warum nicht? So, beim Luftfilter, da kann man jetzt nochmal gucken. Da gibt es halt eben den langen Filter, der hier dann auch so, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Pfeife. Ne? Also finde ich schon, das hat was, wenn man die hier beide verbunden hat. Das ist der lange Filter. Da gibt es dann eben halt einmal die Version, wo dann auch die Kotflügel mit rangepackt werden, die verbreitert sind und dann eben einmal beides, ne? Einmal langer Auspuff mit den Kotflügeln und so kann man sich das dann auch so hinpacken, wie man möchte. Ja, Reifenvarianten, genau das gleiche wieder. Mieters, Trelleborg, Michelin. Mir fehlt bei den Modellen häufig die BMT-Variante, weil die BMT-Reifen, kann ich gerne mal zeigen, die finde ich halt einfach, ja, einfach cool. Gibt es hier leider nicht. Und hier kann man sich jetzt dann eben aussuchen, ob man ihn mit doppelter Bereifung haben möchte oder auch nicht. Kommen wir hier nochmal rein, haben wir das hier auch. Hier. Aber nur hinten. Das gibt es auch bei den ein oder anderen Trecker, dass sie halt eben dann ja auch vorne die Doppelbereifung haben. Sieht so ein bisschen mal aus wie eine Walze, wenn man die so sieht, aber hat auch was Martialisches. Also sind schon sehr, sehr cool. Ja, was kann ich zu dem denn so erzählen? Der Fiat Agri, der ist bei Paolo Principe von STV Modding. Der ist ursprünglich vom 17er und der ist von Grand Nick für den 22er konvertiert worden. So, das kann ich dazu sagen. Und dann, wie gesagt, gibt ihn in den Varianten 115,90, 130,90, 140,90 und getuned dann halt. Sehr cooles Gerät. Ja, können wir noch mal raushopsen, den noch mal starten eben. Klingt eigentlich auch super. Rauchwolke oben ist noch weiß, ne, ist nicht schwarz. Kommt drauf an, von wo aus man guckt. Was man hier hat, ist halt eben, der hat, wenn ich das richtig sehe, hat der die Lastschaltung. Klingt auch sehr cool. Was man halt hat, aber das kommt auch darauf an, wie man es einstellt im Landwirtschaftssimulator, der auch dann eine kleine Gedenksekunde, bevor er dann in die nächste Richtung fährt. Ja, aber wenn ich mich mal
an die Zeiten von damals zurückerinnere, war das auch so, ne? Den musstest du halt wirklich schalten, musstest damit arbeiten mit dem Gerät. Was bei mir das ein oder andere Mal dazu geführt hat, dass mir auch arg die Knochen wehgetan haben, wenn ich abends nach Hause gekommen bin und 8 bis 10 Stunden auf dem Bock gesessen habe, um ja, das Feld halt zu fliegen oder halt mit der Scheibenecke dann eben entsprechend die Saatbettvorbereitung zu machen. Ja, der Fiat. Es gab noch ein Fiat, auf dem ich auch unterwegs war. Das war, da war ich glaube ich 10 oder 12 Jahre alt. Der war noch eine Nummer kleiner. Auf dem habe ich tatsächlich Trecker fahren gelernt. Von daher habe ich halt eben auch zu der Marke Fiat, die wir ja wissen, jetzt inzwischen zu New Holland geworden ist, auch eine besondere Beziehung habe. Wobei ich die New Hollands, die es heute gibt, finde ich toll, aber habe ich nicht so, ist halt ein Trecker, ne? Habe ich nicht so die Beziehung zu. Ich habe halt eher zu den alten Maschinen eine Beziehung und finde die halt auch einfach. Hat was, ne? Ist meine Zeit gewesen. Ist wahrscheinlich so. Gut, dann kommen wir zu einem Trecker, ja, der ist mir vor ein paar Tagen erst über den Weg gelaufen. Kurz bevor ich angefangen habe, die Map Frühling zu spielen. Und da hopfen wir jetzt mal hin. Und zwar ist das der, eigentlich heißt er ja IHC 523. Hier ist das allerdings schon IHC McCormick. Die sind ja dann auch irgendwann mal zusammengelegt worden. IHC habe ich auch, ja, bin halt auch viel mit der Landwirtschaft, habe ich viel zu tun gehabt. Habe halt bei einem Bauern auch als Kind viel mitgeholfen, will ich nicht sagen, aber ich war viel auf dem Hof und habe geguckt und war alles interessant und spannend und ich habe mir die Ferkel angeguckt und Schweine auf dem Arm gehabt, also die kleinen Ferkelchen auf dem Arm gehabt und bin da über den Hof gewackelt und war halt immer mit dabei und da gab es halt eben auch einen IHC, einen deutlich größeren, aber ich habe mir den hier mal runtergeladen, weil irgendwo hatte ich gelesen, im Discord, Mensch, der IHC, der 523 ist jetzt da, hast du den schon gesehen? Und ja, habe ich schon geladen, geiles Teil, super Mod. Und ich kann sagen, das ist auch inzwischen für mich ein super Mod geworden. Was kann ich dazu erzählen? Das erste ist schon mal, der kommt von Jonas Modding. Das ist die Version 1.0.0, die ich hier habe. Und ja, der kommt auch aus dem 19er. Es gibt dazu noch passende Frontlader. Dieser passende Frontlader, der kommt vom guten Model Eicher, vom Sam. Und der moddet ja auch recht viel. Und ja, der hat dafür den Frontlader gebaut oder die Frontlader gebaut. Ich meine, das sind Bras-Frontlader. Ja, hören wir uns den einfach mal an, oder? Also ich finde geil, wenn der startet. Ja, man hört so ein bisschen so das Quietschen vom Riemen. Finde ich total genial. Ich habe ihn hier jetzt mit dem Überrollbügel genommen. Auch in der größten Ausbaustufe. Müsst ihr jetzt gleich mal gucken, wie viel PS der hat. Können wir direkt mal machen. Ist ja kein Drama. Ja, das ist der gedrehte mit 72 PS. Ne, der hat also schon die höchste Ausbaustufe sozusagen mit 72 PS. Lässt sich manuell mit Lastzahlschaltstufen schalten. Und ja, ist halt einfach ein spaßiges Gefährt. Ich habe den auf der Farm Frühling im Einsatz, da spiele ich den, da ist der, ich spiele da so eine kleine Story und da ist der Marco, der da die Farm übernommen hat von seinem Onkel, der ist halt mit dem Gerät unterwegs und verbindet mit dem halt seine Jugend, weil er in der Jugend schon auf dem Trecker unterwegs war und hat da eine ganz besondere Beziehung zu. Deswegen wird er den wahrscheinlich auch für immer behalten, mal dran schrauben. Ja.
523 IHC, nur mit Heckgewicht, hier mit Frontgewicht zu kriegen oder auch ohne Frontgewicht, dann mit Kupplung sozusagen, mit Anhängerkupplung. Frontlader lässt sich anbauen, Überrollbügel in unterschiedlichen Ausprägungen kann man da draufsetzen, Ackerschiene hier auch mit entsprechender Aufnahme für Anhänger, die eine Deichsel ein bisschen weiter unten haben. Und ja, macht einfach Laune. Wir können jetzt auch mal ein bisschen fahren. Ich finde, der Sound ist schon geil. Und allein deswegen macht es schon Spaß, mit dem durch die Gegend zu fahren. Und der ist halt eben auch für kleine Arbeiten cool. Ne? Den kannst du halt einfach, wie soll ich sagen, einsetzen, um mal Heu zu wenden oder Schwatt zu ziehen oder einen Anhänger zu ziehen und auch vielleicht, um mal irgendwie mit der Walze übers Feld zu fahren. Da reicht es auch allemal. Und eben, wie gesagt, für Frontladerarbeit. Ja, find den sehr smart. Find den einfach nett. Hat ein bisschen Licht an Bord hier. Ne? So, was man jetzt auch machen kann, jetzt haben wir hier mal die Blinker eingeschaltet. Die reflektieren natürlich ordentlich. Was man auch machen kann, das können wir uns jetzt einmal kurz im Shop angucken. Scrollen wir mal durch hier. IHC 523 kostet in der Version 15.000. So sieht der normalerweise aus, ne? Wenn man ihn jetzt nackt nimmt und in der kleinsten Stufe. Man kann den Überrollbügel nehmen, den, wie ich ihn jetzt genommen habe. Man kann da auch dann noch eine Randale-Leuchte dran machen, aber ich finde, nee, das passt überhaupt nicht. Also passt einfach nicht da ein Rundumlicht dran zu schrauben. Das ist irgendwie vor allen Dingen nicht zwei. Ne? Also ich weiß nicht, was der Modder sich da entsprechend bei gedacht hat. In der heutigen Zeit wird man wahrscheinlich den sogar so finden, ne? Dass da halt irgendjemand sagt, ich muss da unbedingt ein Blinklicht dran haben. Aber fühle ich nicht. Ist nicht mein Ding. Also ich brauche den halt irgendwie so mit Überrollbügel. Ich kenne die auch tatsächlich, diese Käfige. Teilweise hatte man verdeckt drüber. Ne? Ich glaube, Fritzmeier waren die oder Fritzemeier waren die Verdecks. Hatten wir auf dem IHC, wo ich bei den Bauern immer die Schweine durch die Gegend geschleppt habe, hatten wir das auch, glaube ich, sogar. Das war, glaube ich, ein Fritzemeier-Verdeck. Bin mir nicht sicher, aber sagt mir auf jeden Fall was. Und das waren halt einfach, ja, das war nicht mal so dick wie eine heutige LKW-Plane. War einfach eine Plane drüber. Man hatte schon so eine durchsichtige Folie, wo man halt ein Seitenfenster hatte. Man konnte nach hinten, waren die im Sommer meistens eh offen. Im Winter konnte man dann da hinten auch noch zumachen, indem man noch irgendwie was vorgeklipst hat. War eine coole Geschichte, aber ich finde den halt so mit Überrollbügel eigentlich am allergeilsten. Frontladeranbau, ja, kann man machen. Ne? Wie gesagt, Model Eicher hat die Geschichte da entsprechend beigesteuert. Es gibt ihn halt in zwei Versionen mit 52 PS und dann gedreht mit wahnsinnigen 72 PS, 20 PS plus. Reifenvariante kann man sich aussuchen, Breitreifen, ne? Die noch fetteren Breitreifen. Oder eben im Standard. Ich finde, so wirkt er eher so ein bisschen niedlich. Und wenn man dann noch den Überrollbügel wegnimmt, ne, ist ja wirklich so ein kleines Gerät. Erinnere mich so ein bisschen an so einen Ami-Trecker halt. Ne? So einen kleinen Ami-Trecker, wo die Amis damit durch die Gegend gefahren sind in den, weiß ich nicht, was ist das, 50er Jahren oder so. Da wirkt er richtig niedlich. Ne? Wohingegen, ich finde, wenn man den Überrollbügel gibt, dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Und wenn der dann noch die fetten Breitreifen dazu kriegt, dann hat das schon wieder eine ganz andere Wirkung. Ne? Und das finde ich total geil, die Version hier. Also ich würde wahrscheinlich eher die Reifen nehmen, weil er da ein bisschen nach vorne geneigt steht. Ne? Finde ich ein bisschen schöner. Hat ein bisschen mehr, ja, sieht nicht ganz so martialisch aus und hat ein bisschen mehr Drive, finde ich, wenn man den so zu bullig und so hat das eigentlich schon wieder was. Finde ich so eigentlich echt klasse. GPS finde ich jetzt schwierig bei so einem Trecker. Ne? Also ja, kann man heutzutage nachträglich alles machen, aber
Nee, das geht nicht. Das weiß ich nicht. Da, also, wenn man so einen Trecker fährt, wo man halt eben auch noch Trecker fährt und selber schaltet, kuppelt, alle Hebel selber bewegt und auch Kraft aufwenden muss, um die Hebel zu bewegen, dann doch bitte ohne zu viel Technik. Ja, das ist der IHC 523. Wenn man rein switcht, kann man auch mal zurück switchen, steht hier auch schon McCormick. Da bin ich jetzt nicht sicher, da habe ich jetzt nicht geguckt, wie das zusammenhängt, wann IHC zu McCormick wurde. Ich glaube, das war deutlich später. Aber gehört halt heutzutage zusammen. IHC gibt es ja so gar nicht mehr. Soweit ich weiß. Ja, Case gibt es noch. Ne? Case ist ja auch irgendwie IHC-Marke mal gewesen oder ist es auch noch? Da müsste man jetzt in die Geschichte der Bäckergeschichte einsteigen. Aber das können wir auch mal machen irgendwann. Also da gibt es ja die wildesten Stories. Ne? Fiat ist zu New Holland geworden, war zwischendurch Ford und so weiter. Also da gibt es ja Geschichten ohne Ende. Gut. Der IHC. Dadurch, dass ich ihn jetzt noch nicht so lange kenne und auch noch nicht so lange spiele, auch irgendwo eher im Mittelfeld anzusiedeln. Ich gucke gleich mal, wie so meine Reihenfolge ist. Die gebe ich gleich mal am Ende bekannt. Muss ich dann mal schauen, muss ich mir überlegen. Aber einen haben wir ja noch. Und zwar haben wir noch den guten Fendt 500. Die 500er Serie. Da muss ich sagen, bin ich jetzt ein klein wenig enttäuscht. Ich habe gerade das Update runtergeladen, das wahrscheinlich schon seit Wochen verfügbar ist, aber ich habe es jetzt gerade runtergeladen. Die Version, die ich vorher hatte, die hatte exakt hier auf dem Dach eine lange Antenne. Und diese Antenne, die hat sich ständig beim Fahren bewegt. Und das fand ich halt einfach geil. Ne? Ist jetzt leider weg, gibt es nicht mehr, ist weggemoddet sozusagen. Aber das fand ich cool. Hat jetzt noch diese kleine Mini-Peitsche hier hinten dran. Ich finde, das fehlt ihm tatsächlich ein bisschen. Ja, der Schlepper ist auf kleinen Maps auch ultimativ gut einsetzbar. Ich finde ihn schick. Es ist ein Fendt, ne? Darf man nicht vergessen. Ja, das ist halt einfach, ja, Fendt ist Fendt, ne? Also, wie sagt man immer, wer Fendt fährt, führt, war das nicht so ein Spruch? Den sich die Marketingleute damals haben einfallen lassen. Und ich muss sagen, der Fendt, der ist halt einfach. Das ist eine Marke, die steht für sich. Und ich glaube, da kommt auch relativ wenig dran vorbei. Der hier ist jetzt ein bisschen älter schon. Klingt eigentlich mehr oder weniger wie Giant Standard Tracker. Dem habe ich die Randale Leuchten auch mal gegeben. Einfach nur so, weil es ging. Und ja, finde den halt einfach klasse, weil man den halt auf jeder Map eigentlich einsetzen kann. Ist ein etwas modernerer Schlepper, ist nicht ganz so alt. Na, wir sehen das auch, wenn wir hier mal reingucken. Da ist schon ein bisschen mehr Technik drin, die wir auch so heute kennen. Ne? Wer Sibbers Husum Videos guckt, der findet jetzt viele, viele Ähnlichkeiten hier, was Hebel, Schalter und Design von Knöpfen entdeckt. Die sieht man auch auf dem 26er, also auf dem 926er und auf dem 930er. Nicht genauso natürlich, ne, sind andere Modelle, aber man erkennt da ein bisschen was wieder. So. Ja, machen wir mal ein Stück. Und schaltet ganz gut hoch. Und gibt ordentlich Stoff, ne? Also bis 53 kann er hochziehen. Das ist einer der schnelleren Traktoren, die ich einsetze, ne? Aber ihr merkt das, der geht schon ganz gut. Und so, hier haben wir das Map-Ende erreicht. Da war die Zauberwand.
Dann bin ich auf ein Grundstück gefahren, eben auf den Zaun. Lässt sich super einsetzen halt einfach. Ne? Der ist ein Multitalent. Man kann ihn für fast alles benutzen und deshalb spiele ich den auch gerne. So, stellen wir den jetzt hier nochmal hin. Wie gesagt, was mir ein bisschen fehlt, ist die etwas größere Antenne. Er hat jetzt hier die kleine Antenne bekommen. Cool finde ich, der Sitz, der geht auch schön mit, ne? Wenn ich hier jetzt über das Feld fahre. Luftgefederter Sitz, das hat schon was. Fahrer schaltet auch, ne? Wir sehen das, der schaltet ordentlich, die Hände ordentlich am Lenkrad, die Füße gehen mit. Schön gemoddet, kann man nicht anders sagen. Da kann ich jetzt auch noch mal kurz gucken. Favorit 500 Serie, Grundpreis 76.000, hat eine Leistung von 110 bis 190 PS. Hier steht jetzt, die Scheiben lassen sich per Maus-Control öffnen, dadurch, dass ich jetzt hier... Doch, da hinten geht die Tür auf. Ich muss einmal kurz rüber scrollen nehmen. Hier geht die Tür auf entsprechend. Ich muss jetzt einmal gucken, was geht hier noch auf. Da geht die Frontscheibe auf. Rechte Maustaste runterziehen, geht die Frontscheibe auf. Ich kann noch mal gucken, ob auch irgendwie tastaturmäßig was geht. Genau, wenn man Shift N wie Nordpol drückt, dann geht die Scheibe zu. Shift J, dann geht die Scheibe auf. Auf Shift K geht die Heckscheibe auf. Auf Shift M wie Martha geht die Heckscheibe zu. Das geht halt eben auch entsprechend. Und dann kann man mit Steuerung M wie Martha und Steuerung K die Tür öffnen und auch wieder schließen. So, was haben wir auf dem... Auf Steuerung J und Nordpol haben wir dann entsprechend nichts. Da hätte man jetzt vielleicht noch, wenn es das geben würde, hier oben, ja, die Dachluke zum Öffnen machen können. Aber der Modder braucht ja auch noch was zu tun, ne? Also, vielleicht hat er Bock. Kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall finde ich den Mod sehr schön. Ich finde den absolut gelungen. Hat die GPS-Konfiguration auch, ne? Kann man ihm auch geben. Die GPS-Konfiguration habe ich hier nicht genommen, weil zeige ich euch gleich, das ist von John Deere. Wenn ich das richtig sehe, ist das ein Mod, den es über Forbidden Mods gibt. Die haben da das Label-Testing gemacht. So haben wir das geschrieben auf der Seite. Wie gesagt, den gibt es bei Forbidden Mods. Dann gehen wir noch einmal kurz zum Shop rein und gucken uns den einmal im Shop an. Das ist der normale, ne? Das ist hier der normale 500er von Giants. Und hier müssten wir jetzt gleich den, da haben wir ihn, den 500 Favorit als Mod. Gehen wir da mal rein. Das sieht auch hier klasse aus. Er hat auch so ein bisschen nach vorne geneigt, das wirkt immer so ein bisschen agiler, so ein bisschen sportlicher, so ein bisschen so hier, ein bisschen mehr nach Power. Mitas-Reifen, Trelleborg-Reifen finde ich nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn er die, man da durchaus durchwählen kann. Wenn, dann Trelleborg bitte mit Radgewichten hinten, ne, damit er ordentlich was auf der Hinterachse hat. Falls man ihn dann auch mit Frontlader nimmt, dann ist das immer ganz gut, wenn man da entsprechend Gewicht hinten hat. Man kann sich das hier aussuchen. Frontladeranbau ist entweder Stoll, Hauer oder Quicke. Je nachdem, wie die Vorlieben sind. Ich habe ihn hier mit der Stollkonsole genommen, weil er dann hier vorne noch vor dem Frontgrill den Schutz halt einfach hat, ne? Falls er da was auf die Nase kriegt, dass das nicht gleich hier in die Fronthydraulik fällt. Ja, dann haben wir hier Nokian-Reifen. Passen, glaube ich, irgendwie... Die Variante nicht, ist eher so kommunal, ne, finde ich. Also Nokian-Reifen passen für mich immer nur auf Kommunalschlepper. Steht hier auch schon drin. So, Mitas, Trelleborg und Nokian. BMT hat er auch wieder nicht. Ne? Finde ich schade. Also BMT-Reifen wären da mein Favorit. Ja, Design, wenn ich jetzt hier sage, ohne GPS, ist er so, wie er jetzt ist. Mit GPS hauen sie eben hier dieses komische Grün rein mit...
mit dem gelben Nobel oben drauf, also John Deere GPS in dem Fall, ist ein bisschen grenzwertig, denn jemand, der ein Hirsch fährt, ne, der kann das gar nicht haben, wenn er über einen Fan stolpert. Und andersrum ist das, glaube ich, auch irgendwie so leichte, naja, Animositäten will ich nicht sagen, aber auch wenn beide Trecker grün sind, man ist sich nicht grün. Ne? Also wer Fan fährt, fährt eigentlich kein John Deere. Und wer ein John Deere fährt, der was auf sich hält, der fährt auch kein John Deere. Ne? Da ist dann halt die Hirsch-Community möchte unter sich bleiben. Gut, Ausnahmefälle gibt es natürlich überall. Schlag mich nicht dafür. Aber ich finde, das passt irgendwie nicht. Mag sein, dass es das gibt, aber ich mag es persönlich nicht so. Gut, weg damit. So, beim Design haben wir hier einmal ein Standarddesign. Wir haben die Frontkotflügel, die kann man abbauen, die kann man auch wieder dran schrauben. Ne? Frontkotflügel abbauen oder Frontkotflügel abschrauben. Das ist halt eben so das. Ich finde den schöner mit Frontkotflügel. Anderer Bauer, wo ich auch gearbeitet habe, hatte auch einen Fendt. Und der hatte den auf jeden Fall mit Frontkotflügeln. Und wenn der gefahren ist, dann haben die immer so leicht vibriert und so. Also, ja. Ich habe auf ein paar besondere Sachen geachtet. Ist halt einfach so. So, der hier, der hat jetzt noch keine Frontzapfwelle. Das geht ja gar nicht, ne? Wenn du dann Mähwerk dran schmeißen willst, braucht der natürlich eine Frontzapfwelle. Sieht auch dann gleich ein klein wenig schicker aus. Gut. Motorausführung. Das ist hier jetzt der 511 Turbo. Ne? Steht da auch irgendwo dran. Turbo Shift soll das heißen. Ist jetzt ein bisschen, wie soll man sagen, von der Textur nicht so hundertprozentig. Aber die Maschine ist halt einfach geil. Kann man nicht anders sagen. So, Turbo Shift. Das ist hier der 511er mit 115 PS. Dann gibt es den mit 125, mit 140. Und dann mit 150 PS und dann gibt es noch eine Tuning-Variante mit 195. Ne? Und den kann man sich ja dann auch gut hinstellen. Wobei die 150 PS eigentlich auf den kleinen Maps immer reichen, würde ich sagen. Wenn man dann noch einen MB-Truck daneben stellt, der dann 180 hat, dann kommt man eigentlich immer gut hin. Man muss ja nicht immer mit 6 Meter Seemaschine oder irgendwie, was weiß ich, mit 10,50 Meter Seemaschine unterwegs sein. Dann passt das schon, gerade auf den kleineren Maps, wo man ein bisschen smarter spielt und nicht die große Ami-Karte hat, wo man dann auch mit einem New Holland Knicklenker fahren muss, dann ist das schon ganz okay. Das reicht dann vollkommen aus. Gut, GPS, ja, kann man rein und rausnehmen, ist ja auch nur für den GPS-Mod. Das muss man selber wissen, ob man damit spielen mag oder nicht. Aber so haben wir hier dann den fünften und letzten Schlepper vorgestellt. Ja, so viel dazu. Gut, ich würde sagen, ich werde die mal jetzt alle einmal zusammen auf ein Feld bringen. Und dann gucken wir mal, dass wir noch ja, die tatsächliche Reihenfolge Top 1 bis 5 hinbekommen. Schauen wir mal. Da melde ich mich in 3 Sekunden zurück. So, und da sind wir auch schon wieder. Ja, ich habe die mal jetzt hier so in Reihenfolge aufgestellt. Jetzt fragt ihr euch natürlich, kommt er von rechter Seite und sagt Top 1 oder kommt er von linker Seite und Top 1, sagt Top 1? Ja, kann ich euch direkt so sagen. Ich würde hier auf der linken Seite beginnen und zwar mit dem MB-Truck. Ja. Ich habe noch mal kurz darüber nachgedacht. Es ist einfach ja, Kindheitserinnerungen. Es ist der Mercedes-Stern. Es ist die Marke. Es ist der Kult. Es ist die Einsetzbarkeit, ne, die vielfältige Einsetzbarkeit dieses Schleppers. Der hat halt einfach die Top 1 verdient. Und ich meine, dass diese Version, die ich euch nachher auch verlinken werde,
bisher zumindest im LS22 auch die ist, die es am ehesten verdient, ja, häufig viel und liebevoll gespielt zu werden. Ja, also von daher Top 1. Dann haben wir hier, ich scroll mal ein bisschen ran, an Top 2 den 671-681 Agro-Star von Deutz. Den spiele ich halt auch sehr gerne. Im LS19 habe ich den tatsächlich noch lieber gespielt als hier, weil er da eben schon modtechnisch an den LS19 ein bisschen besser angepasst war. Ihr seht es auch hier. Ich habe hier mal schon die Frontscheiben mal geöffnet. Es lässt sich hier öffnen. Die Seitentür lässt sich auch öffnen. Mehr ist da noch nicht möglich. Das ist auch eine Standard-Sound-Variante. Im 19er gab es ihn halt eben in zwei Varianten. Er ist jetzt einfach rüber konvertiert. Erstmal so. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht noch Ambitionen gibt, den noch besser zu machen. Ich würde mich freuen, wenn es den Modder bewegen würde, hier nochmal eins draufzusetzen und den nochmal weiter anzupassen. Ich fand den Schlepper im 19er unheimlich toll und ich fände es ebenso toll, wenn der im 22er auch nochmal, ja, etwas überarbeitet werden würde. Das wäre super. Kommen wir zu Top Nummer 3. Da bin ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen zwiegespalten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe in der kurzen Zeit, wo ich ihn spiele, habe ich diesen Schlepper einfach, ja, man kann einfach sagen, ich habe ihn lieb gewonnen. Ja, der ist handlich, der ist cool, der ist zeitlos, würde ich sagen. Ja, der ist wirklich zeitlos. Und der ist auch schön gemoddet, muss ich sagen. Und auch dadurch, dass er halt eben mit dem Frontlader noch ausgestattet ist, ja, finde ich ihn einfach tatsächlich wirklich super. Ich will euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Ich scroll mal ran. Ihr seht es schon. Es ist der 523er IHC. Wie gesagt, ich spiele ihn noch nicht sehr lange. Ich spiele ihn jetzt auf der Map Frühling. Er macht mir großen Spaß und ja, deshalb verdient er zurzeit zumindest Top 3. Somit sind wir auch schon beim Top 4 Modell und das ist tatsächlich der 515C hier, genauso wie er hier steht. Wie gesagt, mir fehlt ein bisschen die große Antenne auf den vom Vormodell, aber ansonsten mega Schlepper, lässt sich super einsetzen, der kann gemoddet eingesetzt werden, eben halt als 190 PS Schlepper und dann reicht der für mittlere bis mittelgroße Höfe auf jeden Fall. Ne? Vielseitig einsetzbar. Wir sprachen schon über die Marke Fendt. Also von daher Top 4. Ist hier auch wirklich super auf den 22er angepasst. Mit all dem, was er bietet. Und Top 5 natürlich dann an letzter Stelle der Fiat Agri 140-90. Wie gesagt, da hängen ein bisschen so die Erinnerungen von vor gut 30 Jahren dran, wo ich selber auf dem Bock gesessen habe. War eine schöne Zeit, schöner Schlepper und mir hat die Zeit damals trotz Staub und Dreck auch großen Spaß gemacht. Und so wie ich ihn jetzt hier hingestellt habe, die Flügel zur Seite, also beide Türen auf. So habe ich auch auf dem Ding gesessen. Ne? Staub war da egal, man hatte keine Klimaanlage. Alle Fenster auf im Sommer und was dann Frischluft reinkam, kam man Frischluft rein. Gut, abends war jede Pore voller Staub, also Nasen, Augen, Ohren und was ihr euch sonst noch so denken könnt. Überall hatte man diesen feinen Staub vom Grubbern oder vom Arbeiten auf dem Feld. Aber so habe ich ihn gefahren und ja, deshalb Top 5 zurzeit. Zumindest im Moment. Ne? Wir haben jetzt, kann ich ja nochmal sagen, wir haben heute den 1.4.2022. Und aktuell mit dem Mod-Portfolio, das wir haben,
und das ich kenne, ne? Ich kenne ja bei weitem nicht alle Mods, das wäre auch mega anmaßend, das zu sagen, aber die Mods sind zurzeit meine Top 5. Ja, ich würde sagen, damit sind wir am Ende angekommen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr mögt und das Video geschaut habt, was eure Lieblingsmods sind. Vielleicht finde ich da noch den einen oder anderen, der mir ebenfalls zusagt. Das hier, wie gesagt, die Top 5 Schlepper, die ich zurzeit einsetze. Und zwar eben aus dem kleinen bis mittleren Segment. Bei den Großtraktoren, da bin ich noch nicht angekommen. Ich habe noch keine Map gefunden, die mir so zusagt, dass ich sie mit Großtraktoren spielen möchte. Vielleicht irgendwann mal die NF Marsch. Das muss ich aber mal sehen. Also das weiß ich noch nicht. Da ist mir die Map im Moment noch, also alleine auf jeden Fall zu groß, ne? Da muss man halt eben schon ein großes Team haben, dass man da mit einem größeren Team auf so einer Vierfach-Map spielt. Ja, schreibt mir wie gesagt gerne mal in die Kommentare, was eure Top-Mods sind bei den Schleppern. Auch bei den großen Schleppern, egal. Ich schaue mir das gerne an, wenn ihr da entsprechende Kommentare und Hinweise für mich habt. Dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst für meine kleine Top 5 Mod-Runde hier. Wer mag, darf gerne natürlich meinen Kanal abonnieren. Ich würde auch toll finden, wenn ihr mich weiterempfehlt. Ja, das wäre super. Ich sage bis hierhin vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine großartige Zeit und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald, euer Pensionator. Tschüss.